Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Roland Phantom 0 Folge. Im letzten Teil haben wir uns ja den Sequencer schon mal etwas genauer angesehen, was so einzelne Tracks und Variationen sind, aber da steckt natürlich noch weit, weitaus mehr hinter. Und ein paar Sachen davon schauen wir uns heute im zweiten Teil mal etwas genauer an. Wie ihr seht, habe ich hier wieder eine leere Szene ausgewählt und bin jetzt schon im Pattern-Modus. Und im Track 1 habe ich mir jetzt schon so einen Synthesizer-Sound hinterlegt. Ich drücke hier als nächstes mal wieder den Record-Button. Den Klick deaktivieren wir erstmal wieder. Beim letzten Mal haben wir uns ja schon die normale Aufnahme und auch den TR-Rack-Bereich angeschaut. Wir haben allerdings auch noch die Möglichkeit, via Step Record aufzunehmen. Dafür drücken wir einfach hier unten den Button und gelangen jetzt automatisch in den Step Recording-Bereich. Wie wir sehen, ist die Aufnahme auch noch aktiv. Das Lämpchen leuchtet rot. Das heißt, ich könnte jetzt hier direkt auf der Tastatur anfangen zu spielen. Und wir sehen, er nimmt die einzelnen Steps direkt auf und zieht sie dann auch auf das Raster, was ich hier eingestellt habe. Hier können wir natürlich aus verschiedenen Typen wählen. Mit Step Back können wir das Ganze hier wieder rückgängig machen. Also spielen wir erstmal ein paar Noten ein. Bis hierhin erstmal, wenn wir jetzt den Play-Button drücken, hören wir, wird diese Sequenz auch direkt wiedergegeben. Ich denke, für manche Parts kann das auch mal ganz interessant sein, den Step-Recording-Modus zu nutzen. Gehen wir mal zunächst mit Exit hier wieder zurück und wir sehen, unsere Sequenz wurde hier auf Track 1 aufgenommen. Aber was wäre jetzt eigentlich, wenn man sich mal verspielt haben sollte oder im Nachhinein doch noch etwas ändern möchte? Und auch hierfür gibt es eine Lösung. Viele kennen diese Bearbeitungsmöglichkeit schon vom Computer und das ist der sogenannte Piano Roll Editor. Dafür wählt man jetzt einfach seinen Track aus, den man bearbeiten möchte. In diesem Falle ist es natürlich der, den wir gerade aufgenommen haben. Wir gehen als nächstes ins Pattern Utility Menü. Gehen dann über Edit. Und jetzt haben wir hier unten den Piano Roll Editor. Und hier sehen wir schon die einzelnen Noten, die wir gerade eingegeben haben. Auf der linken Seite vom Display sehen wir hier die kleine Tastatur, wo man dann überhaupt mal sehen kann, wo wir uns mit unseren Noten befinden. Und jetzt haben wir hier natürlich auch noch ein paar verschiedene Bearbeitungsmöglichkeiten. Generell kann ich jetzt schon mal übers Touch Display das Ganze hin und her schieben. Und mal angenommen, man hat jetzt gerade einen Fehler gemacht, man hat eine Note falsch gespielt, die hängt jetzt daneben. Dann kann ich jetzt hier hingehen und wähle hier den Bereich Move. Wähle die jeweilige Note aus und kann die jetzt hier hin und her schieben. Im Bereich Draw könnte ich jetzt auch noch Noten hinzufügen. Über Undo kann ich den letzten Schritt rückgängig machen. Oder wenn ich eine Note löschen will, klicke ich diese an und drücke Erase. Wir können natürlich auch einzelne Noten kopieren, dann einfach anwählen, Copy, eine Stelle auswählen und die Note wird kopiert. Und wähle ich jetzt den Bereich Duration aus, kann ich die Note von der Länge her bearbeiten. Hier über Velocity könnte ich jetzt den Velocity-Wert der einzelnen Noten anpassen. Dann haben wir hier nochmal Zoom horizontal und Zoom vertikal. Über Grid lässt sich das Raster einstellen. Wir sehen es hier. Und hier könnten wir noch die Takte einstellen. Wir sehen dann hier oben, was gerade angezeigt wird über diese kleine gelbe Umrandung. Wie ihr seht, sind das schon recht umfangreiche Möglichkeiten für so ein Hardware-Gerät. Ich gehe jetzt nochmal hin und lösche mal eben die letzten Noten, die ich hier eingegeben habe. Hier unten sehen wir übrigens noch die Velocity-Werte der einzelnen Noten. Wenn ich da jetzt mal draufklicke, kommen wir nochmal in so ein extra Fenster, wo ich jetzt auch nochmal direkt drauf zugreifen kann.
und mir meine eigenen Werte hier eintragen kann. Und ein weiteres interessantes Feature hier auch im Piano Roll Modus erreichen wir, wenn wir hier oben auf dieses kleine Symbol klicken. Hier können wir jetzt nämlich eigene Automationen einzeichnen und natürlich auch bestimmen, was diese bewirken sollen. Dafür wähle ich jetzt hier einfach mal unter Target den Cutoff aus und das machen wir jetzt einfach mal. Wenn ich jetzt mal hier auf Play gehe, sehen wir unsere Automationskurve und wie sie sich jetzt mit dem Cutoff verhält. Wie ihr seht, es gibt wirklich tolle Editiermöglichkeiten hier im Pattern-Bereich, unter anderem der Microscope-Editor. Aber das ist das Thema, was wir uns dann beim nächsten Mal vornehmen werden. Jetzt würde ich sagen, erstmal wieder viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal.